Beste Stimmung bei Eintracht Frankfurt vor dem schweren Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim. Die Hessen stehen nach 11 Spieltagen auf einem guten 7. Tabellenplatz. Zuletzt gewann das Team von Niko Kovac mit 2:1 gegen Werder Bremen. Es läuft also bei der Frankfurter Eintracht besser, als viele vor der Saison gedacht hätten. Gerüchte, wonach Kovac als neuer Trainer bei Bayern München gehandelt wird, lenken nur vom nächsten Gegner ab. In den vergangenen 4 Spielen gegen Hoffenheim gab es für die Eintracht 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Auch diesmal wird es ein knappes Spiel werden, glauben die Fans. Also ich hoffe, dass sie einen Punkt holen gegen Hoffenheim, dass sie mit dem 1:1 nach Hause kommen. Weil damit sehr zufrieden, würde ich sagen. Das letzte Mal war es eine knappe Niederlage, es sah nach 0:0 aus und ich denke, diesmal wird es 1:1 werden. Bei Hoffenheim hatte zuletzt Stürmer und Nationalspieler Sandro Wagner für Schlagzeilen gesorgt. Hoffenheim hat das Interesse von Rekordmeister FC Bayern München an dem 29-Jährigen bestätigt. Auch wenn noch keine Entscheidung gefallen sei, zeigte Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann Verständnis. Ich glaube, jeder hier drin weiß, dass Sandro 2 Kinder hat, die in Unterhaching leben, also sprich in der Nähe von München leben. Er hin und her pendelt, dass Bayern München sein Jugendverein ist, dass er auch nicht mehr ganz, ganz jung ist. Also ich bin genauso alt, aber ich bin noch jung, weil ich bin Trainer. Er ist Spieler, ist nicht mehr ganz so jung. Und von dem her gibt es da jetzt keinen Groll, dass dann Interesse besteht, dass er vielleicht dahin wechseln möchte, sondern natürlich auch ein Verständnis von meiner Seite. Mit einem Sieg gegen Frankfurt könnten die Hoffenheimer im Kampf um die Champions-League-Plätze im Rennen bleiben. Das letzte Bundesligaspiel hatte das Team in Köln souverän mit 3:0 gewonnen.